Nachdem das Team Europa mit einer halben Stunde Verspätung am Kanzleramt eintraf, schlossen sie das Tandem. Dieses Mal gab es genügend freie Fahrradstände an und stiegen die Stufen zum beeindruckenden Politgebäude empor. Babylons High Society aus Lifestyle, Mode, Immobiliengeschäften und Mineralogie hatte sich zu diesem außergewöhnlichen Event eingefunden und so wurden unsere drei Kollegen von einer feuchtfröhlichen Runde und klirrenden Sektgläsern empfangen. Wow! Jetzt schaut euch das an, Matrosen! Salut, ihr drei! Nehmt euch ruhig ein Glas. Das ist der beste Sekt babylonischer Rebe. Fruchtig, leicht, Aprikot, Vanille und ein angenehmer Aufwand Pfeffer in der Nase. Merveilleux! Für uns drei Brause, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est, Brause? Ich verstehe nicht. Kein Problem! Ich begleite dich gern mit an die Bar und zeige es dir. Oui, oui, kleiner Salomon. Dann komm mal mit. Na, unser Kapitän weiß, wie man nice Girls locker anflirtet. Bei der würde ich mich auch gerne ins Betriebssystem reinhacken. Lex folgte der Kellnerin an die Bar und setzte sich. Während sie die eiskalten, brausigen Drinks zubereitete, begann Lex mit seinem Lieblingsthema zu prahlen. Hi! Ich bin übrigens Lex, der Anführer des Team Europa. Merveilleux. Wusstest du, dass deine Augen aussehen wie ein Kokoid mit einer Mooshärte von 2.725? Très bien. Naja, sicher ist dir das Mineral unter dem von Friedrich Hausmann 1813 überlieferten Namen Kalichrom besser bekannt. Merveilleux. Aber wie du sicherlich weißt, ist dieser heute nicht mehr gebräuchlich. Kokoid ist übrigens ein hyazinthroter, monokliner Kristall, welcher als Bleichromat zu der Gruppe der Tarapacaid-Kokoide gehört. Oui, oui. Deine Augen würde ich aber eher in der orthorhombischen Modifikation einordnen. Tribia, ich serviere deinen Freunden dann mal ihr Jugendgetränk. Jackpot! Ich glaube, ich habe am Wochenende was vor. Hey! Da kommt unser Kapitän ja wieder. Drinks und Kellnerin im Schlepptau. Einfach unverbesserlich. Hey, Kollegen. Wisst ihr was? Ich hab die Nummer von der Schnicke klargemacht. So schnell? Level up! Das ist ein neuer Rekord. Und außerdem deine erste Nummer. Nice. Doppel nice. Krass, ich kann es kaum glauben. Naja, noch habe ich sie nicht. Aber theoretisch. Ich habe sie in die wunderbare Welt der Tarapacaid-Kokoide eingeführt und sie hat vor Staunen keinen Ton rausgebracht. Während unsere drei Kommilitonen noch über Lex Geschick und Mut staunten, näherte sich ihnen eine wohlbekannte, massige Gestalt. Es war Babylons oberster Polizeichef Bungaba. What's up, Dudes? Ich hab euch seit einer Weile not gesehen. How comes that? Aber Herr Inspektor, reden Sie doch bitte europäisch mit uns. Nick ist doch der afrikanischen Sprache nicht mächtig. Er macht ja auch neben nicht seine Homeaufgaben. Hier riecht es irgendwie nach Lauch. Da bekomme ich glatt Kohldampf. It is Zeit. Wir müssen los zu der Chancellorin. Sie wartet sicher schon. Na, ihr könnt es ja kaum abraten, mit diesem Megaschlitten nach Hause zu cruisen. Like rum rum. Außerdem habe ich gehört, es gäbe eine cremige Surprise on board. Na dann nicht sie los, Matrosen. Team Europa, hurra! Gesagt, getan. Unsere drei Freunde folgten dem imposanten Inspektor durch die Menge der jubelnden Society-Gäste. Lex konnte nur kurz den Blick auf die süße Kellnerin werfen und rief ihr im Vorbeigehen ein keckes Bonjour Baguette zu. Bonjour Baguette! Die Freunde staunten nicht schlecht, als sie die Treppe und Galerien des Kanzleramtes emporstiegen und schließlich vor einer gewaltigen Eichentür zum Stehen kamen. Ein Messingschild verriet dem aufmerksamen Leser den Zweck des dahinterliegenden Büros. Kanzlerei Europa. Jetzt würde Team Europa also wirklich auf die Kanzlerin treffen. Ein historischer Augenblick. Herein, nur herein, das junge Volk. Es ist mir eine Freude, Sie begrüßen zu dürfen, liebes Team Europa.
Die gesamte Nation ist euch für eure Leistung zutiefstem Dank verpflichtet. Versteht sich ja von der Liebsten. Naja, das war ja auch ist doch ja, Ehrensache. Es ist mir eine Ehre, euch die Schlüssel zu diesem Werk einmaliger europäischer Ingenieursbaukunst zu überreichen. Dem Europacar. Die technischen Daten sind euch ja bereits bekannt. Privatier Prinz Eugen von Luxemburg-Hofmannsthal hat übrigens sehr von euch geschwärmt. Und keine Kosten gescheut, um das Europacar auf eure Bedürfnisse umzurüsten. Euch erwartet jetzt stets ein cremiger Joghurt auf jeder Fahrt. Na, das ist doch was, Jungs, oder? Super, Matrosen! Ja. Nee, oder? Habt ihr das gehört? Gucci, 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 yeah! So. Dunkel sang aus unken Lungen, dunkel seis bei unken Sprünge, Koratz. Was ist denn jetzt los? Das Licht ist ja aus. Matrosen, ich kann überhaupt nichts sehen. Wo ist Inspektor Bungaba denn hin? Oh weia, die Kanzlerin. Schnell, Matrosen, hilf dir. Ich kümmere mich um das Licht. Ach, du grüne Säule. Wo kommen denn die ganzen schwarzen Frösche her? So, das Licht wäre wieder eingeschaltet. Oh, oh! Lex blieben die Worte im Halse stecken. Der Ledersessel der Kanzlerin war umgestürzt. Dokumente und Stempel lagen wirr auf dem roten Samtteppich. Die Kanzlerin hatte sich unter dem ausladenden Sekretär versteckt und hielt die Hände vors Gesicht. Dort, wo eben noch Inspektor Bungaba gestanden hatte, erhob sich die riesenhafte schwarze Gestalt einer abscheulich fetten Unke. Über dem gigantischen, giftig gelben gesprenkelten Bauch funkelte ein paar boshafte Augen aus dem fratzenartigen Fettgesicht auf das Team Europa hinab. Das war ja einfacher als gedacht. Und schaut euch an, was ich hier habe. Die Kronjuwel des Kanzlerhauses von Europa zwischen meinen Schwimmhäuten. Schaut doch, wie herrlich sie funkeln, Korax. Sie sind mein und das Doof-Team. Europa kann nur dumm aus der Wäsche gucken. Das lass ich nicht zu. Du falsches Inspektor-Monster. Los, wir draußen. Dem fetten Vieh hauen wir jetzt auf die Plauze. Lex stürzte in Richtung Unke, aber diese gluckste nur überheblich und sprang mit einem gewaltigen Satz lachend durch das Fenster. Augenblicklich betraten der echte Inspektor Bungaba und auch der Stadiongraf das Büro. What is denn hier los? What is that for a lamb? Where is the Chancellorin? Ja, aber nicht. Inspektor? Unke? Was spielen Sie für ein Spiel? Wo sind die Juwelen? Und unser sauberer Stadion-Grapsch-Graf ist gleich mit von der Partie. Aha! What are you talking for a weirdes Zeug, little fella? It's me, Inspektor Bungaba. Bungaba, eile, tok tok. Also, eins nach dem anderen. What is happening? Und warum jammen hier überall diese kleinen, disgustingen, schwarzen Frösche herum? Fuck! Oh mein Gott, sie sind hier! Sie ist hier, abscheuliche Biester! Unke, weiche, weiche! Please, guys, explain mir jetzt mal eine, was hier eigentlich los ist. Nachdem das Team Europa dem Inspektor berichtet hatte, was vorgefallen war, schickte er alle nach Hause, damit die Polizei in Ruhe ihrer Arbeit nachgehen konnte. Unsere drei Kommilitonen trotteten enttäuscht und immer noch unter Schock aus dem Büro. Dabei erwartete sie vor dem Kanzleramt ihr großer Gewinn. Das Europacar.